den Daniel Clarence brauchen, nicht zu dirigieren, doch. Also, den Internet ja, sieht, oder? Ja, nee, wir sind im Moment, also wir sind zu zwei Anfängen im Ganzen dran. Das ist ein Adam Walder, das ist ein Journalist, ein englischsprachiger Journalist, dann ist dann als Grafiker, Fotograf und Designer, so ein großen ganzen bisschen Domat in. Abgraf an mir sind am Anfang Fuse.lu, genau so heisst es. Für die, die es noch nicht kennen, das ist am Anfang eine Community, die wo wir da mal probieren, lokal Talent zu unterstützen, sei es in der Musikszene, Kultur am größten Ganzen oder auch Kunst, Film. Also wir sind da ganz offen noch für neue Sachen. Wir haben noch Fotos von ja. Events halt zu Lützebüsch. Für was braucht Lützebüsch dann eigentlich ein Site wie Fuse.lu? Ich meine, mit Festivals, das viel los am Sommer, geht das nicht durch. Das ist schon richtig. Wenn ich aber so ein bisschen guckt, ich weiß, wir sind auch auf einem Medium. Wir fanden, dass die Medien das letzte Mal ich Talent nicht genug unterstützen oder nicht notdrohend genug unterstützen. Und da wollen wir einfach ein bisschen Eis mal da bringen, an dem wir mal probieren, für die Leute zum Beispiel Fotos zu machen, journalistische Sachen zu helfen oder auch einfach Pressepakete zu machen. All die Sachen, die schwierig sind, als wenn ich noch nicht davon kann. Das ist das nicht nur mit Kultur mal gemacht, oder Lützebüsch, ich weiß nicht, Deutschkollegen, Französischkollegen, Englischkollegen, kommt da hin, mit das auch für zum Beispiel Bands oder ja. Sänger, Sängerinnen dann noch genau. Nun zu gehen. Oder genau, das ich meine, wir hatten mit der Rockhall auch zusammen geschafft für die Screaming Fields, du doch Deborah ja. Zum Beispiel Matt gesungen, weil ja. Ich auch über WhatsApps kann, ziemlich gut aufgeräumt. Wird. Und das ist einfach so, wie wir probieren, lokal Talent zu unterstützen. Okay, also die Lützebücher Artisten gehen in Ihrer Meinung nur nicht so richtig unterstützt. Wie war das? Fuse.lu. Ja, auch mal einen Z, für ja. Die Lunar nicht dafür wissen. Aber wir wollten am Anfang da ein bisschen so, also weisen, dass wir multikulturell halt zu Lützebüsch probieren, alles an einem bisschen zu verbannen. Und Fuse hast du einfach als logische Konsequenz von dem Ganzen kommt eine Fusion von vielen verschiedenen Sachen, multikulturell, alles, was den halt zu Lützebüsch hat. Ich meine, es spricht bald für sich. Und so doch, es wäre so etwas wie MySpace, just mehr übersichtlich. Kann ich dann doch selber Sachen draufsetzen? Wie kann ich so statistisch? Muss ich am Moment sind wir just auf Facebook vertreten, weil wir wirklich eine Basis wollten abbauen. Und von der Basis aus haben wir noch eine Sendung auf einer Radiostation. Ja. Und die haben wir einmal am Monat, genau ja. Das. Einmal am Monat werden wir präsentieren, oder zweimal am Monat präsentieren wir da verschiedene Gruppen. Und haben wir die Basis aufgebaut. Auf der Basis ist es immer, was für Sachen die Leute interessieren. Und wir können unsere Seite bauen, die dann noch in nächster Zeit wird kommen, weil ich als mein Bachelor gleich werde machen und das auch so ein bisschen dann dazu wird benutzen für ein ganz Corporate Identity. Das will ich mal sagen, aber. So viel Zeit, wie wir im Moment als Freizeit immer da opfert, dann aus das nehmen. Opfert, weil er das falsch gut weil es macht extrem viel Spaß. Und ohne den Spaß geht es nicht gut. Was Sie sehen, mir gerade geguckt, was den Leuten gut gefällt. Was ist das dann? Wir nehmen verschiedene Sachen zu nennen. Ich meine, mit die Tunnel Tango, mit Angel at My Table, mit Inborn, The Disliked, haben wir extrem hochpotenzialmäßige Bands, die halt zuletzt bespielen. Logisch Konsequenz. Die müssen einfach nur bausen, müssen die probieren, so viel wie möglich zu probieren. Und natürlich auch bausen die Grenzen von Lützebüsch. Großregion. Du fährst Englisch oder Englisch, für was? Ich werde nur Englisch, nicht von sich weil wir uns einfach von den anderen wollten auftrennen, aber weil wir fanden, wie wir zum Beispiel auch verschiedene Bands haben, die aus der europäischen Schule kommen, dass die viel auch auf Englisch singen und auch viel halt englischsprachig sind, als das am einfachsten für die größtmögliche Publikum zu schwätzen. Also richtig cool, Fuse unterstützt Lützebüer Künstler. Wieso weil, und so rausherren, ist das so an dem Ruckbereich? Wir sind noch genug für alles. Also wir waren Food for Your Senses, haben wir unterstützt. Ich meine, da waren extrem viele Solo-Heavy-Metal-Bands, war Rock dort, war Pop dort, war Hip-Hop dort. Also wir sind das immer ganz objektiv. Wir sichern das nicht raus, das ist am Anfang der Community raus. Kann ich sich dabei jetzt vorstellen? Kann ich machen. Also wir sind immer offen für neue Ideen. Kann ich nicht gucken auf Facebook? Ja. Wir sind immer offen für neue Leute und auch liken auf Facebook. Liken. Okay. Also like dann einfach fuse.lu. Da kommt da dann auf den Facebook-Site. Und da kommt da große raus. Das ist die Grenze von Lützebüsch raus.